So, hier sind die Astrid und der Dirk, den ersten Eintrag ins Videolog für den Teneriffa-Urlaub 22. Wir sind in Stuttgart am Flughafen und stehen in der Schlange. Ich zeige euch das mal. Ja, und das dauert jetzt ein bisschen. Die erste Gruppe ja nicht richtig. Das machen wir jetzt. Der Urlaub hat begonnen. Ist da. Hier mal ein Blick von unserem beiden Boden. Könnte schlechter sein. Das ist jetzt unsere Suite. Mit einem schönen geräumigen Bad. Aus. Und der Eingang aus zum Balkon, Fernseher, Schreibtisch und ein Schlafzimmer. Hallo vom Restaurant Las Fuentes. Das hat uns der Uwe empfohlen. Er ist mit uns dorthin gefahren. Und ich schreibe euch in die Untertitel, wo genau das ist. Denn das ist irgendwo mitten in der Pampa. Das findet kein normaler Tourist. Aber es ist wunderschön dort drin. Und die Paella vom iberischen Landschwein, die sucht ihresgleichen. Hier sind wir, weil der Uwe den Hund mitgenommen hat im Vorraum vom Restaurant. Dort dürfen wir mit dem Hund rein und auch essen. Da winken jetzt mal der eine oder andere, die mitbekommen, dass ich ein Video mache. Und hier geht es ins Restaurant und das ist eine Klasse für sich. Soll ich Hochdeutsch? Nein, nein, du kannst ruhig Englisch reden. Von Glücksklee. Das war der Vater von Karl Lagerfeld in Hamburg. Dann kommt Quarante y Tres, das ist Likör. 43er. 43er, gell? Können auch über 45-Jährige trinken. So, dann kommt Kaffee und dann kommt nochmal geschäumte Milch. Da oben ist Zimt drauf und ein Zitronenschälchen. Holt man die vorher eigentlich runter oder verrührt man? Zitronendings, den will ich ja nicht trinken. Aber Uwe, das ist doch jetzt ein kanarischer Kaffee, oder? Ja, ja. Aber warum ist dann Kaffee, warum ist dann Kaffee der kleinste Anteil in dem Ganzen? Ich würde nicht sagen, guck, das sind also ein Drittel, zwei Drittel. Und dann Uwe ist ja kein Kaffee, das ist doch also Viertel, Schaum. Das ist Schaum. Also ich finde, Kaffee ist schon ein großer Anteil. Okay. Ich dachte nur, das Dunkle wäre Kaffee. Nee, das ist alles. Das hat sich nur ein bisschen mit dem Schäumchen da oben vermischt. Die berühmte fünfte Schicht. Ja, vielen Dank. Thank you.
der Eintrag ins Videoblog. Freunde von uns haben uns einen Ort gezeigt, in dem sowas ähnliches wie BIMS abgebaut worden ist. Mit Höhlen und allem Möglichen. Ich zeige euch mal ganz schnell so eine Höhle. Mit der Drohne habe ich ein paar Aufnahmen gemacht. Das gibt wesentlich mehr her, als mit der GoPro hier in der Pampa rumzumarschieren. Seht ihr hier im Hintergrund, da ist so eine Höhle. Kann man mal ein Stück rüber gehen. Man kann an der Decke gut die Maschinenspuren erkennen, die abgebaut worden ist. Reingehen, das bringt jetzt nicht viel. Da bräuchte ich dann extra eine starke Lampe. Ich habe eh einen ND-Filter auf der GoPro. Da ist dann schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Ich gehe noch mal kurz hier rüber, damit ihr mal seht, wie abenteuerlich das ist. Aber die kleine Wanderung hat viel Spaß gemacht. Ist total cool. Hier eine Abbauhöhle neben der anderen. Okay, das war's dann mit diesem Eintrag. So, jetzt am Mirador Llano de Ocancha, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich zeige euch mal das Bild. Die Astrid interessiert sich für die Natternköpfe. Das sind Pflanzen, die wie Kegel wachsen. Total cool. Wir haben die Blüte um ca. 2 Monate verpasst. La Gomera im Hintergrund. Hier im Lokal waren wir essen. Unser Neat T-Rock. Und hier geht's Richtung nach Hause. Mirador de Archipenque oder so ähnlich bei Los Gigantes. Und wenn ich jetzt ein bisschen rüberschwenke, dann sollte man die eigentlich sehen. Das sind also ca. 500 Meter hohe Klippen, die zweithöchsten, die zu Europa zählen. Obwohl, naja, die Kanaren liegen ja eher auf Höhe der Sahara. Aber politisch gehören sie zu Europa. Bei uns gut alte Tradition. Wir sind mindestens einmal jeden Urlaub hier. Und das ist ein toller Aussichtspunkt. Da mal noch die Tafel. Ein schönes kleines Café mit Aussichtsterrasse oder Balkon.
und da trinken wir normalerweise immer einen Kaffee oder essen ein Eis. Ich staune nicht schlecht, die Flut muss ganz schön hoch gewesen sein, dass es hier dieses Boot angespült hat. Ich muss mich mal erkundigen, ob es da irgendwas in der Zeitung oder im Internet gibt. So, dann nochmal einen Eintrag ins Videovlog. Die Astrid und ich, wir sind jetzt den dritten Tag hier, den zweiten Tag richtig auf der Insel. Und wir sind am Playa Fana B. Und der ist im Hintergrund. Da gehe ich gleich mal mit der Kamera nochmal richtig drauf. Dann könnt ihr euch den anschauen. Ciao. Da ist eine kleine Bucht. Das ist der Übergang vom Playa Fana B zum Playa Duc. Und das ist einfach total sehenswert. Zwischen dem Playa Duc del Nord und dem Küstenort La Valletta gibt es einen kleinen Strandabschnitt mit lauter Steinmännchen. Hinter mir befindet sich der Playa de la Enramada auf Höhe von La Caleta. Hier landen immer die Paraglider. Das haben wir letztes Jahr beobachtet und hat uns viel Spaß gemacht, ihnen dabei zuzusehen. Teilweise sehr wagemutig liegen die Touristen auf ihren Handtüchern oder liegen und zwischen ihnen landen die Paraglider. Gestartet wird, mal schauen, ob man es vielleicht hinter mir ein bisschen sieht. Oben im Gebirge, im Hintergrund kann man mit ein bisschen Glück den Teide sehen. Könnte aber sein, dass die GoPro dafür nicht ausreicht. Unsere kleine Wanderung hat ihren Zielort erreicht. Wir sind jetzt in La Caleta. Das kann man hier schön sehen an dem Schild. Ich finde immer ganz toll, wenn sowas dabei steht. Wir suchen uns jetzt in der Bucht ein Café mit Meerblick und werden da was Kleines trinken. La Caleta, wunderschön, sage ich euch. Hier kann man es wirklich gut aushalten. Der Wind weht und ich bin mal gespannt, ob mein Mikrofon das kompensieren kann. Im idyllischen kleinen Restaurant, da haben wir was getrunken und uns erfrischt. Jetzt geht mal wieder den Heimweg an.